Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für diese Woche, ja, für die Woche, letzte Woche Januar, für dich steht. Schauen wir mal zusammen. Löwe, also wir haben der Ritter der Schwerter unter dem Deck, ja? Ein Ritter der Schwerter deutet auf abrupte, schnelle Kommunikation oder eine Schnelligkeit ist in dieser Karte. Irgendwie, ja? Eine Schnelligkeit, eine Sache, die man kommunizieren möchte. Es gibt viel Eile in dieser Karte. Also eine Person, die es eilig hat, energisch ist und ja, so zeigen sich die Karten. Ja, also es gibt hier ein bisschen Stress vielleicht. Schauen wir mal. Genau. Irgendwie, der Narr deutet auf neue Anfänge, aber trotzdem gibt es Zweifeln hier. Zwei Energien. Ja, Zweifeln gibt es hier schon zu sehen. Und ja. Schauen wir mal jetzt, Löwe, schau mal die Karten, die für dich gekommen sind. Ist interessant. Also 9 der Kelche, 6 der Kelche und Puppe der Schwerter. Nochmals Kommunikation. Wie du siehst, also ich habe ja hier der Ritter der Schwerter, ja? Ritter der Schwerter und jetzt hier der Puppe der Schwerter. Man merkt schon, irgendwie man möchte kommunizieren. Entweder bist du die Person, Löwe, oder sonst das ist, was du bekommen wirst, auch in diese letzte Woche Januar. Einfach diese Kommunikation zeigt sich hier. Und das ist schnell, ja? Genau, es gibt hier eine Kommunikation, aber das Gefühl wäre auch, Löwe, jemand stellt sich auf eine Defensive. Also eine Person stellt sich auf der Defensive. Ja, und das kannst du natürlich sein oder das kann die andere Person, aber irgendwie eine Person stellt sich auf eine Defensive in diese Kommunikation oder jemand blockiert sogar. Ja, könnte man denken, dass eine Person blockiert. Wir reden hier über 9 der Kelche und 6 der Kelche. Also irgendwie sind schöne Erinnerungen, was man mit über eine Person hat. Ja? Ich sehe Kinder, natürlich, Löwe, ich sehe Kinder hier, sind Kinder zu sehen. Und in manchen Fällen sehe ich einen Altersunterschied auch. Einen Altersunterschied, vielleicht sonst eine unreife Energie. Und Kommunikation sieht man hier, Löwe. Man sieht schon Kommunikation hier. Ja. In manchen Fällen, Löwe, wir reden, dass eine Person spioniert, ja? Dass irgendwie eine Person über Internet eine andere Person beobachtet, ja? Irgendwie ist diese Situation hier zu sehen. Man beobachtet eine Person über Internet. Es gibt hier so eine Situation. Man bekommt hier auch eine Wahrheit, ja? Also jemand bekommt hier eine Wahrheit, eine Klarheit und über Internet, über eine Person, ja? Genau. Augenblick, Löwe.
Ja, die Gattung des Sternzeichen Wassermann, Löwe ist bei dir zu sehen. Wassermann, eine starke Anziehungskraft zu einer Person sieht man auch. Aber die Karte des Stern Löwe deutet schon auf eine neue Situation in deinem Leben, ja? Also wir haben hier mit dem Schicksal zu tun. Ist eine Karte, die für den Schicksal dasteht, für eine Führung. Aber ich sehe hier schon, der Stern deutet auf eine neue Situation in deinem Leben, ja? Man lässt los oder hier gibt es dieses Gefühl von Loslassen. Es kommt Klarheit in der, also nochmals muss ich sagen, Löwe, es kommt Klarheit in eine Situation. Ja, also irgendwie sogar, ich könnte denken, man kommt auf eine Wahrheit. Ja, Sternzeichen Löwe ist bei dir zu sehen, also dein Sternzeichen ist hier sehr stark zu sehen. Und irgendwie eine Situation, Löwe, in deine Vergangenheit, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man irgendwie glücklich war, man hat das Gefühl gehabt, man hat alles irgendwie. Ja. Irgendwie deine Karten sind sehr erstaunlich. Ich habe die Sonne, also die beste Karte im Tarot, ja, ist hier zu sehen. Ich habe die Welt und der Rat des Schicksals und der Stern. Gerade auch da. Also Löwe, wir haben eine Situation in deinem Leben gerade, diese letzte Woche Januar und spricht für dich, hat mit deinem Schicksal zu tun. Wir haben hier mit Rat des Schicksals, der Stern, also sind Karten, die für den Schicksal da sind, ja. Es kommen Veränderungen in deinem Leben, ja. Ich sehe hier starke Veränderungen und in manchen Fällen rede ich für einen Zyklus, die zugeht mit einer Person in der Vergangenheit. Also ich rede schon für einen Zyklus, eine Situation, die irgendwie ein Ende hat. Also es ist, schau mal jetzt, mit dieser Puppe der Schwerter habe ich Ass der Schwerter und sieben der Kelche. Also sechs der Kelche, sieben der Kelche. Irgendwie, Löwe, man bekommt hier eine Wahrheit. Du bekommst eine Klarheit in einer Situation über eine Person. Ja? Es gibt hier auch Optionen. Irgendwie, entweder eine Person, die du kennst, ein Wunschpartner, oder eine Situation, wo wirklich mehrere Personen involviert sind oder Kompetenzen da sind. Es gibt Kompetenzen, es gibt eine Situation diese Woche, Löwe, die du erfahren wirst. Du wirst eine Situation erfahren und ich sehe hier einen Schluss in der Situation. Ich sehe jemanden, der sich auf eine Defensive stellt. Das kann natürlich für dich, Löwe, reden. Eine Person, die sich auf eine Defensive stellen möchte. Ich sehe hier eine Entscheidung, die man trifft. Ja, eine Entscheidung, die man trifft tatsächlich, die mit Erfolg verbunden ist. Es gibt hier Erfolg in der Situation. Ich rede über neue Anfänge. Ich denke, Löwe, wir reden hier über einen Schluss in eine Situation. Du bekommst eine Wahrheit, eine Klarheit mit einer Person. Ja. Schon. Also, es kommt hier auf jeden Fall, Löwe, wir reden über Kommunikation. Also das ist ohne Zweifel. Also wir haben für die letzte Woche Januar Puppe der Schwerter, Ritter der Schwerter und Ass der Schwerter. Also Kommunikation gibt es hier schon. Kommunikation gibt es hier schon. Ne? Und Klarheit auch. Das ist für diese Woche Januar, die letzte Woche Januar für dich, Löwe. Ich würde sagen,
das, was man deutlicher sieht, man sieht das so deutlich, dass du wirklich hier eine Klarheit bekommen wirst in einer Situation in deinem Leben, wo ich denke, dass du auch eine Entscheidung treffen wirst in Bezug auf diese Sache, die dich beschäftigt, egal worüber wir jetzt reden, ja, weil jede Situation ist anders. Von da aus musst du schauen, wie du in Resonanz mit der Energie kommst, aber du wirst eine wichtige Entscheidung treffen in deinem Leben, eine sehr wichtige Entscheidung treffen, die für dich positiv ist, diese Entscheidung. Also es zeigt sich positiv, es hat mit dem Schicksal zu tun, es bringt dir auch Erfolg, die Entscheidung, die du treffen wirst, weil du schon Klarheit in der Situation hast. Löwe, ich rede hier, wenn ich dir ehrlich bin, über neue Anfänge. Einen neuen Zyklus. Einen neuen Zyklus. Ich rede über einen neuen Zyklus. Schon? Ich denke schon. Also ich denke, eine Person stellt sich hier auch auf eine Defensive. Ja, irgendwie gibt es schon hier eine Defensive, muss ich schon sagen. Also es gibt so ein bisschen zu sagen sogar Stress, wenn wir es jetzt so wollen. Ja, ich weiß auch nicht. Du musst wissen, wie du damit in Resonanz kommst. Aber ich sage es jetzt, weil ich finde es einfach nur interessant, dass ich hier Schwerter habe. Ich habe viele Schwerter. Also Ritter der Schwerter, Puppe der Schwerter, Ass der Schwerter. Wie du siehst, die Kommunikation ergibt sich sicher, diese Kommunikation ergibt sich schon, Löwe, aber es ist nicht unbedingt zu sehr angenehm. Wir haben hier mit einer hektischen oder stressigen, energischen Kommunikation zu tun. Und irgendwie dieses Gefühl von auf der Defensive zu sein, ist hier zu sehen. Sternzeichen könnten Waage, Zwilling oder Wassermann sein. Wassermann sieht man sehr stark hier. Löwe, aber man könnte denken auch, wie gesagt, Zwilling auch oder Waage. Sind viele Schwerter, ist viel Luft hier zu sehen. Ja, viel Luft zu sehen, ich sehe Optionen, ich sehe hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich sehe hier schon eine Entscheidung, die man treffen muss, schon. Von Osho Zen, von Osho Zen habe ich natürlich Sternzeichen Fische, sehe ich hier auch. Keine Ahnung, wo das herkommt jetzt. Sternzeichen Fische, Wassermann, Löwe und Luft. Von Osho Zen habe ich eine Karte für dich rausgeholt und kam die Karte der Harmonie und Durchbruch. Ja? Also irgendwie, es gibt hier einen Balance in diese Harmonie, es gibt einen Balance in diese, eine Klarheit auf jeden Fall in diese Karte. Und diese Klarheit, wie wir die ganze Zeit reden, es gibt eine Klarheit, ja. Es ist wieder Luft hier, es ist wieder Klarheit in der Situation hier. Natürlich auch Emotionen, also ich sehe hier dieses, es ist eine Karte, die auch mit den Emotionen zu tun hat, mit, ja, mit den Gefühle, ja, und einen Durchbruch in der Situation, ja. Wie du siehst, Durchbruch, Ritter der Schwerter, sind abrupte Karten, sind energische Karten. Es ist viel Energie in diesen Karten zu spüren. Löwe. Also, wenn ich dir ehrlich bin, mit dieser Energie muss man sogar ein bisschen vorsichtig sein. Weil es ist, man kann hier vielleicht Sachen sagen, die man das auch danach bereuen kann, ja. Also mit dieses energisches Energie muss man schon vorsichtig sein. Mit dem, was man sagt, mit dem, was, wie man reagiert, ja. Ich sehe hier Seelenpartnern, also Menschen, die sich von anderem Leben kennen. Aber nochmals muss ich dir sagen, ich sehe hier eine neue Vision und eine neue Vision von der Situation, ja, ist hier zu sehen. Eine neue Vision von der Situation ist hier zu sehen. Also Löwe,
Die Woche präsentiert sich ein bisschen so energisch, ja? Es präsentiert sich schon energisch. Also für die Woche ist die Energie, die wir hier haben. Also irgendwie das, was man irgendwie so idyllisch gehabt hat, also was man so idyllisch gesehen hat, Löwe, zeigt sich jetzt heute nicht so idyllisch, ja? Ja, also möglicherweise man hat idealisiert auch, eine Person idealisiert, kann schon möglich sein. Löwe. Auf jeden Fall, jemand blockiert total hier. Es gibt hier eine totale Blockade, also jemand, wie gesagt, Löwe, entweder du oder jemand, aber jemand stellt sich auf eine totale Blockade hier, blockiert total. Also es ist fast nichts zu machen, so ungefähr. Es ist nichts zu machen in der Situation, weil eine Person blockiert total. Und wie gesagt, natürlich spricht das für dich, wir reden ja für dich, es kann für dich reden. Und wenn du die Person nicht bist, dann reden wir von diesem Gegenüber. Aber hier ist eine Person, die total sich blockiert. Also, ja. Ja, ich sehe hier diesen Altersunterschied mit einer Person. Ich sehe Kinder, ich sehe in manchen Fällen eine geografische Distanz oder verschiedene Unterschiede zu einer Person, Löwe. Kulturell, Sprache, wie gesagt, verschiedene Unterschiede zu einer Person. Natürlich eine starke Anziehungskraft zu einer Person, aber es kommen Veränderungen in dieser Situation. Es kommen Veränderungen in der Situation. Und Rat des Schicksals ist hier. Also Rat des Schicksals ist hier, diese Veränderungen sind in deinem Leben da. Ja, also die Veränderungen sind in deinem Leben da. Ich denke, wir reden hier über eine Person, die entweder du schon sehr lang kennst, oder sonst reden wir hier von Menschen, die sich von anderem Leben kennen. Eine starke Seelenverbindung ist hier zu sehen. Ja. Die Karte, die Welt zeigt sich zweimal. Die Karte, die Welt zeigt sich zweimal. Spricht wirklich für diesen neuen Zyklus, für diese neue Vision. Also Löwe, das ist was ich wirklich sehe hier. Also ich sehe hier, im Prinzip sehe ich hier diese starke Kommunikation mit jemand über vielleicht Internet oder wie auch immer. Ich sehe hier eine Entscheidung, die man trifft, eine Entscheidung tatsächlich, die man trifft, aber ich sehe auch eine Klarheit in der Situation. Irgendwie kommt es hier, man kommt auf eine Wahrheit. Das Wort wäre Wahrheit, ist das, was ich hier sehe. Man kommt auf eine Wahrheit. In eine Situation. Ja. Also man bekommt Information. Du bekommst Information. Ja. Die dann, wo man hier eine Entscheidung trifft. Wie gesagt, energische Kommunikation sieht man hier. Vielleicht Konfrontation sieht man hier. Aber einen Schluss sehe ich hier auch. Zumindest eine Entscheidung, die man trifft. Ja? Also Löwe, so zeigt sich deine Energie für die Woche, für die letzte Woche Januar. Wie du siehst, Information bekommst du. Du wirst Information bekommen, etwas erfahren. Auf jeden Fall, die Situation ist so, wie sich hier zeigt. Ja? Ich danke dir für deine Unterstützung in meinem Kanal, für deine Likes und deine Abos. Ich wünsche dir, Löwe, eine schöne Woche. Ich bin bald mit deiner Energie für Februar beschäftigt. Ich werde dieses Video über YouTube hochladen. Ich wünsche dir, wie gesagt, Löwe, einen schönen Tag. Vergesse nicht, Löwe, Gott liebt dich und ich auch. Dankeschön. Tschüss.